Wir müssen also hier mal ein bisschen für Unterhaltung durch Musik sorgen. Hey, wo war das? Hier zum Hafen. Hey, ho. Notenständer. Ein Notenständer? Oh, oh. Das verheißt nichts Gutes. Können wir dem nicht die Musik wegnehmen? Und die gegen den Jukebox-Zwerg austauschen? Juhu. Prego? Kannst du nicht mal was anderes spielen? Oh, con piacere. Ma sfortunamente, aber leider. Ich habe nur uno singolo spazio. Ich kann dir was anderes besorgen. Comprende? Nicht alles. Aber ich... Kannst du nicht mal was anderes spielen? Oh, nur das... Nicht alle. Arrivederci. Mach nichts. Und wie kommen wir an die... Wie kommen wir an die Noten vom Zwerg? Ich bleibe lieber bei meinem Tja. Hey, Finger weg. Ach ja? Was willst du mit dem Fuß? Anders, ich bin in... Ich muss bekommen... Jukebox. Vielleicht während des Umschaltens. Paarungs Dieter Schrottkrabben. Nee, er ist zu schnell. Tja. Vielleicht nochmal mit Babygum reden. Hm? Oh, du bist es. Wie schön. Janosch. Wer ist denn genau. Schon Janosch? Ja, das würde ich auch zu gern wissen. Das war eine rhetorische Frage. Janosch ist der Anführer des Widerstands. Du redest in einer Tour von ihm. Echt jetzt? Er muss ein Teufelskerl sein. Ach du grüne Neune. Kann ich dich für ein romantisches Essen begeistern? Das ist so lieb von dir, Rufus. Aber ich habe gerade erst die Schokolinsen aufgegessen, die hier auf dem Tresen standen. Schokolinsen? Hier gibt's keine Schokolinsen. Und wo zum Teufel ist die Schüssel mit den Muttermalen, die ich mir abgeholt habe? Die kann nicht weg sein. So was spielt doch niemand. Ach. Die Schüssel mit den Muttermalen. Au. Warte hier, ich bin gleich zurück. Oh ja. Ich sollte ihn vielleicht mal auf die andere Goldung schalten. Die Lady Goldie können wir vielleicht einladen zu einem Essen. Fernbedienung. Lady Gold, Krawall Gold. Lady Gold. Was war denn das jetzt? Ich muss ohnmächtig geworden sein. Wen wundert's bei der Luft hier drin? Keine Sorge. Wenn sich die Pilzsporen erst einmal in der Lunge eingenistet haben, kann man ganz normal atmen. Tja. Ach so, reden wollten wir mit ihr. Himmel, du schon wieder. Du gibst wohl niemals auf, was? Tja. Damit muss man halt leben, wenn man mich kennt. Wie mit der ständigen Angst vor gefährlichen Körperverletzungen. Genau. Ja. Kann ich dich für ein romantisches Essen begeistern? Eine Einladung zum Essen? Wirklich? Vielleicht ist ja doch noch ein Funken Anstand unter diesem speckigen Mantel. Erst das Essen. Meinen Anstand kannst du später noch auspacken. Was ist das für ein Restaurant? Ist es dort sauber? Restaurant? Ich dachte eigentlich an eine extra Portion Erdnüsse. Die sind doch umsonst, oder? Wenn man von den Arztkosten absieht, ja. Sauber. Oh, das wäre ja auch zu schön gewesen. Vergiss es einfach. Tja, gut. Warte hier, ich bin gleich zurück. Ist das ein Versprechen? Natürlich. Gut, das erhöht die Chance, dass du wegbleibst. Eine klasse Frau. Ja, gut.
hier kommen wir erstmal wohl nicht weiter. Bellevue. Ja, hier müssen wir erstmal durch. Glück noch nicht so rum. Den Köter vielleicht. Was dann? Ein bisschen Riechzucker. Normalerweise Salz. Diese Erdnüsse lasse ich lieber nicht nüchtern, aber diese. Vielleicht die Erdnüsse. Oh wei. Jetzt ist die angeschwollen, die Nase. Ja. Oder erkältet. Wo hier? Oh wei. Mehr Screens. Ein Ei. Das nehmen wir uns doch. Autsch. Au. Ein Ei. Das nehmen wir uns doch. Au. Das ist ein Ei. Au. Die Hacke. Vielleicht sollten wir die Au. Aufheben. Verdammte Todesfalle. Ach, Rufus. Au. Wirklich nicht. Au. Ach Mensch. Vogelhaus. Hier ist nichts außer Vogeldreck. Und davon gibt's genug bei Boso an Deck. Deswegen hätte ich nicht herkommen müssen. Eine rechte Zeit. Ah, okay. Hier geht's hinüber. Fahrzeichen. In die Altstadt. Vorsicht. Glatzmatz. Hallo, Glatzmatz. Stör mich nicht, ich hab gleich Feierabend. Aha. Mein botanisches Expertenwissen verrät mir, dass das hier eine Pflanze ist. Stör mich nicht, ich hab gleich Feierabend. Benutzt wirklich einen Spaten zum Haken. Hey, Finger weg von dem Baum! Okay. Was? Das waren nicht die Finger. Weil ich es mit den Füßen gemacht habe. Siehst du? Hier, Füße. Zack. Ach komm schon, das war lustig. Das sieht ja wie gestern aus. Was zum... Was ist passiert? Und warum fühlt sich mein Rücken plötzlich so an, als hätte jemand mit einer rostigen Harke das Wort Rache hineingeritzt? Na, muss der Stress sein. Wer schaut denn da so grimmig drein? Aber natürlich, es ist Glatzmatz, der Gartentroll. Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Ach ja, auch beim fünften Mal noch schön. Wie geht's dir heute? Brotfunktion. Jetzt bin ich doch glatt wieder ohnmächtig geworden. Ich habe nicht mal mehr seine Antwort mitbekommen. Tja. So, vielleicht. Hier unten zu Fahrzeichen. Oh wei. Wen haben wir denn hier? Train, der Dichter. Train. Aha. Gehen wir hier hinein. Boah, was für ein Schuppen. Haben Sie schon mal etwas vom Anklopfen gehört? Natürlich. Aber das neue Album ist mir zu kommerziell. Was haben Sie überhaupt hier verloren?
Haben Sie sich wenigstens die Schuhe abgewischt? Das letzte Mal zu meinem 8. Geburtstag. Damals hat mich mein... Mein... Dad? Rufus? Dad, du bist Captain Seagull. Was ist... Ich... Die Schuhe, Rufus. Oh, Entschuldigung, Sir. Wow, Dad. Das ist echt voll die geile Hammer-Location. Und ein Fußabtreter aus echtem Wombat. Respekt. Fußabtreter? Ja, er hing gleich neben der Tür. Das war mein Sonntagsmantel. Oh, hör mal, Rufus. Ich hab zu tun. Sag mir einfach, was dich hertreibt. Und dann geh wieder spielen, okay? Freust du dich denn gar nicht, mich zu sehen? Ja, aber natürlich freue ich mich. Ich hab nur gerade viel zu tun. Wenn du artig bist und deinen alten Mann seine Arbeit machen lässt, dann können wir ja später noch Möwen füttern gehen. Möwen füttern? Na hör mal, ich habe wichtige Sachen zu erledigen. Dann macht es dir ja nichts aus, wenn ich mich erst später um dich kümmere, okay? Später, später. Das sagst du immer. Der alte Drecksack. Ich dachte, du seist auf Elysium. Elysium? Ja, Elysium halt. Du hast mich verlassen, um nach Elysium zu gehen. Daran wirst du dich doch wohl noch erinnern. Ach so, ja. Ja, und wie ich mich erinnere. Was hatte ich mir nur dabei gedacht? Wo doch jeder weiß, dass es unmöglich ist, von Deponia zu entkommen. Ich war schon ein verrückter Hund damals. Ich wollte nach den Sternen greifen. Heute weiß ich, dass es sich nicht lohnt, irgendwelchen Verrücktheiten hinterherzujagen. Wenn du erst einmal so alt bist wie dein Vater, wirst du das sicher auch verstehen. Das kannst du voll knicken. Ich werde niemals so alt werden wie du, Versager. Stimmt auch wieder. Du hast deinen Namen geändert? Es hat bestimmt nichts mit dir zu tun. Erzähl bitte trotzdem nicht überall rum, dass du mein Sohn bist, okay? Nee. Wie redest du denn mit mir? Falls es dir nicht aufgefallen ist, ich bin kein Kind mehr. Ach, du bist jetzt erwachsen. Ja, so richtig mit Haus und geregeltem Einkommen? Also nicht. Ich bin Bastler. Ich hatte sogar eine richtige Werkstatt in Kuwak. Du meinst doch nicht etwa die Spielzeugwerkbank, die ich dir als Kind geschenkt habe? Ich bin immer noch erwachsener als wie du. So, Immer dreimal mehr wie du. Willst du denn gar nicht wissen, was ich in der ganzen Zeit so alles erlebt habe? Hast du etwa schon wieder irgendwelches Chaos angerichtet? Was ist es denn diesmal? Hast du etwas in Brand gesteckt? Irgendwas gestohlen? Fremdes Eigentum zerstört? Das muss man im Kontext sehen. Genau. Ich stehe kurz davor, nach Elysium zu gehen. Viel Glück. Ich meine es ernst. Ich gehe nach Elysium. Ach, komm schon, Rufus. Es ist ja rührend, dass du in meine Fußstapfen treten willst. Aber musst du dabei wirklich jeden einzelnen Scheißhaufen mitnehmen? Nicht jeden. Ich würde zum Beispiel niemals meinen 8-jährigen Sohn zurücklassen. Ach, du würdest ihn mitnehmen. Das würde ich. Wenn er nach dir schlägt, hoffe ich, du hast Schaufel und Beutelchen dabei. Ich muss den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Und was treibst du dann hier auf dem schwimmenden Schwarzmarkt? Der Organon ist weit weg. Und wenn hier irgendetwas explodiert, dann wahrscheinlich deinetwegen. Du verstehst das nicht. Ach nein. Wann hat der Organon denn bitteschön jemals etwas in die Luft gesprengt? Ja, bis jetzt vielleicht noch nicht, aber... Und wie viele Explosionen hast du diesen Monat schon verursacht? 53. So still plötzlich. Ich zähle noch. Ich muss mich um meine elysianische Freundin kümmern. Natürlich musst du das. Wie hieß sie gleich? Babsi Buu? Nicht Babsi Buu. Eine echte Elysianerin. Ihr Name ist Gol. Moment mal. Ist das dein Ernst? Erstaunst du, was? Du lernst eine Elysianerin kennen und bringst sie hierher? Hab ich dir denn gar nichts beigebracht? Nein, du warst super. Du hast sie doch nicht etwa allein gelassen. Oder? Keine Panik. Sie ist gut aufgehoben. Sie sitzt unten in Gullivers Hafenspelunke. Okay, ich habe scheinbar versäumt, dir ein paar wichtige Sachen beizubringen. Och, Dad, muss das sein? Ich weiß Bescheid über die Bienen und die Blumen. Naja, ich habe ein paar Defizite bei dieser ganzen Pollensache. Aber im Wabenbauen bin ich ein echter Pro, wenn du weißt, was ich meine. Zum Glück nicht. Aber das war eh nicht das Thema. Worauf ich hinaus wollte, war,
dass du offenbar nie gelernt hast, wie man eine Lady behandelt. Hast du sie denn schon zum Essen eingeladen? Es gab da eine Schale mit Erdnüssen. Ich meine ein Date, Rufus. Ein romantisches Date. Das einzige Restaurant, das in Frage käme, wäre Chez Schlumpi. Da gibt es zumindest einen exklusiven Ausblick. Leider stehen da nur Schnabeltiergerichte auf der Karte. Was ist denn so verkehrt an Schnabeltier? Es ist ordinär. Es lebt im Treibgut und ernährt sich von Essensresten. Es könnte das Wappentier von Deponia sein. Nein, Schnabeltiergerichte würden Sie nur daran erinnern, dass sie sich in der Provinz befindet. Du musst dafür sorgen, dass Schnabeltiere ganz von Schlumpis Karte verschwinden. Schaffst du das? Ein Klacks für einen Romantiker wie mich. Wenn du soweit bist, kannst du auf meinen Namen einen Tisch reservieren. Aber erst dann. Verstehst du? Na dann. Nicht weglaufen. Ich bin bald zurück. Vergiss den Spruch. Er zieht nicht mal bei Achtjährigen. Bücher. Geheimtüren in Bücherregalen Volume 1. Geheimtüren in Bücherregalen Volume 2. Puh, diese Bibliothek ist die reinste Platzverschwendung. Als echter Gentleman lese ich viel. Als echter Blablabla. Das ändert nichts daran, dass das Regal groß und hässlich ist. Außerdem ist es hier viel zu dunkel zum Lesen. Das stimmt wohl. Ich sollte mir bei Gelegenheit einen neuen Kristallkronleuchter leisten. Aber vorerst werden es wohl auch ein paar Kerzen tun. Ich brauche Kerzen. So. Oi. Hier, Rufus. Sei so gut und bring dieses Memo zum Bedienstetenbriefkasten. Memo. Für wen hält er sich? Ich hab da schon so eine Idee was verbrochen. Egal. Ich bin auf jeden Fall nicht sein Laufbursche. Na dann, ich komme wieder.